Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Shisha for You. Heute testen wir für euch den, jetzt wird es ganz bitter, den Nachla-Doppelapfel. Zur Verfügung gestellt von, wie heißt er denn? Ja, ich weiß auch nicht, da steht kein Absender drauf und ich habe es eben gerade nochmal versucht bei Facebook zu finden, aber ich finde es nicht. Stand es auf dem Zimmer drauf vielleicht? Da stand Nackler-Doppelapfel plus Bahrain Molasses angefeuchtet, Österreich. Aus Österreich. Also, irgendjemand aus Österreich schickt uns diesen tollen Tabak, Nachler, was war es nochmal? Doppelapfel. Genau. Der Standard-Tabak Nummer 1 sind eigentlich, sag ich mal, wenn man mit Shisha-Rauchen anfängt, eigentlich das erste ist, was man raucht, weil man denkt, boah, richtig fett geil, Apfel. Und sag ich mal, das war nämlich der erste Tabak, den ich überhaupt geraucht habe. Und nach dem ersten Anziehen dachte ich nur, weil Doppelapfel im Endeffekt eigentlich nur Anis ist. Genau, und Anis schmeckt nach Lakritz. Und Lakritz finde ich scheiße. Dementsprechend, ja, schneiden auch alle Doppelapfel-Tobakos relativ schlecht ab. Ich muss sagen, der Alfacher-Doppelapfel, der hat es richtig in sich, der schmeckt richtig nach Anis. Den haben wir ja getestet, das war schon eineinhalb Jahre. Ja, der schmeckt richtig auf die nach Anis. Die mag ich auch überhaupt gar nicht. An dieser Stelle liebe Grüße an Omar. Ich weiß, dass es dein Lieblingstabak ist. Warum, kann ich mir nicht erklären. Aber es ist auf jeden Fall echt nicht so lecker. Richtig? Ja, wir erstmal zum Setup allgemein. Wir rauchen mit der Kaya, Bohemian, schieß mich tot, ich vergesse es nicht. 560, glaube ich. Hat die eine Zahl, ist ja auch egal. Tanisches Handelbowl, halb gefüllt, ungefähr, was weiß ich, 6-7 Gramm waren das ungefähr, die er uns geschickt hat. Alles komplett aufgebaut, 3 Kokobrigos schon durchgebrannt. Unseren tollen Schlauch. Rauchen jetzt seit ungefähr 15, 20 Minuten, wobei Finn eigentlich die ganze Zeit was anderes gemacht hat und ich ein bisschen geraucht habe, ist auch nebensächlich. Und ja, zum Preis, was kann man, wie teuer ist Nachla? Ich weiß gar nicht, deutscher kostet wahrscheinlich so wie alle anderen auch. 4 Euro irgendwas, ne? Nachla war nicht so teuer. Das sind aber anstatt 50 Gramm immer zwischen 39 bis 60 Gramm drin. Also ist sehr variabel. Ansonsten kann man sich natürlich auch den ausländischen holen, den es bei, sag ich mal, jedem türkischen Gemüsehändler im Prinzip gibt. Haben die auch ein Sortiment? Ja, vermutet man mal. Neben die Bananen. Da kosten dann so um die 200 Gramm 10 Euro. Also richtet euch nach ungefähr nach diesen Preisen. Und da aus Österreich kommt, ist ja natürlich, denke ich, mal ausländisch, ne? Ja. Da wird da die nicht die Regeln haben. Ja. Der ist irgendwie komisch. Der ist so gewollt, aber nicht gekonnt. Der schmeckt aber nicht schmeckt so richtig. Apfel. Der schmeckt nach Apfel, hat gar nicht so viel Lakritz, finde ich, damit drin. Mhm. Aber der ein richtig guter Doppelapfeltabak lebt ja davon, dass der richtig nach Lakritz schmeckt. Mit so einer kleinen süßlichen Apfelnote. Das bringt der nicht rüber. Der ist eher ein bisschen lascher, würde ich sagen. Der ist, ja. Also bei dem Alfacher zieht sich wirklich hier unten der Speichel im Kiefer zusammen, weil der so lakritzig ist. Das ist unglaublich. Den müsst ihr auf jeden Fall mal rauchen. Könnt ihr auch die Deutschen rauchen, schön angefeuchtet. Der schmeckt echt richtig, richtig eklig nach Lakritz. Also wenn jemand darauf steht, gerne ausprobieren. Der hier ist eher so, ja, wie gesagt, der versucht das da irgendwie hinzukommen. Vielleicht soll er auch genauso schmecken, eben nicht so stark nach Lakritz. Mir gefällt es persönlich besser, muss ich sagen, weil ich Lakritz nicht so gern mag. Aber ich denke mal, für Leute, die einen richtig fetten Doppelapfel-Geschmack haben wollen, ist das nicht das Richtige. Sehr kontrovers, lieber. Weiß nicht. Ich bin ganz anders in Erinnerung. Vielleicht war es immer deutscher, oder? Und deswegen so beschissen geschmeckt hat. Ja. Wenn man sofort trocken war. Ja, wie man wahrscheinlich schon anhand meines Blickes davor gemerkt hat, bin ich irgendwie sehr unentschlossen, in der Punkte zu haben. Ich kann für den eigentlich nur zustimmen, der schmeckt irgendwie relativ lasch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil er ein bisschen. Na, so alt ist er nicht, ne? Nee. Der war noch relativ. Und wann ist denn fresh. Der Poststempel? Sag ich nicht, von wann er ist. Ja, okay, dann ist er wahrscheinlich ein Tick älter, aber er ist anderthalb Monate. Er war auch doppelt verzippt, von daher sollte das eigentlich kein riesiges Unterschied sein. Also anderthalb Monaten doppelt verzippten Tabak, das darf dem eigentlich nichts anhaben. Wie dem auch sei. Wie Finn schon erwähnt hat, schmeckt er nicht so extrem intensiv. Er hat aber auf jeden Fall auch mal überraschenderweise so eine ganz leichte, süßliche Apfelnote. Oder sagt, ja, wie schmeckt Apfel denn? Ich beschreibe lieber nicht, wie Apfel schmeckt, so scheiße, laber ich, ja, scheiße, ich nur wieder labe, nein. Laber ich nur wieder scheiße, so wie damals auch. Ich würde dem sogar 9 von 15 Punkten geben. Ja, er könnte intensiver sein. Ich gebe dem 8. Das ist einfach nicht so mein Geschmack, aber der ist durchaus rauchbar. Der ist aber sicherlich einer der besten Doppelapfel-Tabaks. Und
ja, der ist eben so im Mittelmaß. Ich wollte auch noch was sagen, aber erzähl du erstmal. Entschuldigung. Macht nichts, gell? Nachtler verträgt allgemein auch sehr viel Hitze. Ja. Das heißt, ihr könnt eigentlich theoretisch dauerhaft einen Einschutz rauchen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, es ist eigentlich der Einstiegstabak Nummer 1. Zum Ausprobieren, zum Testen, zum schmeckt scheiße, schmeckt gut. Ja, eigentlich gibt es mir, zu Nachtler gibt es nicht viel zu sagen. Ist, sag ich mal, die bekannteste Tabakmarke, ja. Auch die größte, die sich am meisten verkauft. Ohne dass es die meisten wissen, die meisten denken bestimmt, dass sich Star Wars oder Phantasia oder der ganze Kram da am meisten verkauft. Dem ist nicht so, Nachtler ist echt, verkauft sich tierisch oft und viel im Bildschirm fast den Tabakmarkt, kann man im Prinzip sagen. Ja. Ja. So, was ihr nochmal machen könntet, ihr könntet euch nochmal bei Facebook einklinken auf unsere Shisha for You Fanpage. Es wird jetzt gerade in diesem Moment, wenn wir dieses Video drehen, schreibt, lecker, ne? Schreibt Shisha News über uns auch einen Bericht. Die haben ja letzten Tage schon Yannick vorgestellt und die stellen jetzt auch uns vor. Wir haben uns ziemlich gefreut, dass die auf uns zugekommen sind. Da mal euch einklicken, vielleicht könnt ihr das ein bisschen teilen, kommentieren, akzeptieren, tolerieren. Und das soll es soweit gewesen sein. Ihr denkt jetzt, das klang schön. Das klang wunderschön. Wunderschön? Wunderschön. Wunderschön. Okay, alles klar. Demnach sagen wir, ja, ciao, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ja. Du hast die.